Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum Let's Play von Skyrim. Mein Name ist Marcus Mein und ich begrüße euch hier ganz herzlich zu einer neuen Aufnahmesession. So, wir gehen mal hier zum Modgro Bagol. Das haben wir in der letzten Aufnahme. Wir sollten ja so ein D3-Herz bringen, dann gibt's ja was. Hier habe ich ein D3-Herz für dich. Gut, ich schränke das Metall ja lieber mit Wasser. Aber wenn der Jarl es so wünscht, hier, eine meiner besten Rüstungen. Macht ihr alle Ehre. Okay. Elfenschild hinzugefügt. D3-Herz entfernt. Ah, sehr gut. Okay, wir gucken mal, was wir noch hier an Quests haben. Bis zum nächsten Mal, genau. Wir gucken mal. Just one second. Just one second. Ich guck mal, was haben wir denn da? Mit denen haben wir ja schon letztes Mal gesprochen gehabt. Dann gucken wir mal Quests. So, da ist es doch. Jetzt muss ich erstmal überlegen, wo Quests sind wieder. So Verschiedenes. Wir können ja mal Verschiedenes wieder machen. Bringen den Gegenstand zu Sergius Turianus. Das wäre doch mal was, ne? Komm, wir nehmen uns mal. Es gibt im Leben nur wenige so große Freuden wie eure Gesellschaft. Oh, das freut mich, dass du da Freude hast an mir. Das ist ja mal was, du. So, Moment, lieber Leute. Ich muss erstmal hier den Kopfhörer richtig. Okay, so. Können wir hier runterlaufen? Dann laufen wir mal hier runter. Wir laufen mal raus aus der Höhle und bringen mal jetzt das sogenannte. Die Silberblutfamilie wird Gehör finden. Möglicherweise, wer weiß. Wir müssen erstmal hier raus. Wir müssen erstmal zu einer anderen Mission. Mal gucken, wo die ist. So. Jedes Fütter ist. Es geht so schnell, das kann man gar nicht mehr lesen. 10 Jahre altes Spiel. Ist doch klar. So. Gehen wir mal da entlang. Hier runter. Haben wir schon miteinander gesprochen? Fremde in der Nacht. Blutig genug für euch, Fremdling? Wie bitte? Markart, ist das blutig genug für euch? Droht ihr mir etwa? Wenn ich euch bedrohen würde, hättet ihr schon längst mitbekommen. Okay. Ihr Fremdlinge lernt es auch nie. Wenn die Abgeschworenen euch nicht schnappen, werfen euch die Wachen in die Sidna-Mine, wo ihr euch totschuften könnt. Glaubt ihr, im Fluss ist Wasser? Durch Markart fließen Blut und Silber, mein Freund. Ich sehe Wasser, mein Freund hier. Was meint ihr mit Blut und Silber? Der Name der mächtigsten Familie in Markart sagt alles. Silberblut. Sie haben eine ganze Mine voller Gefangener, die Silbererz für sie schürfen, das von bezahlten Arbeitern eingeschmolzen wird. Außerdem gehört ihnen die halbe Stadt. Ich arbeite für sie. Das Gasthaus ist nach ihnen benannt. Wenn die Wachen jemanden festnehmen, klären sie es zuerst mit ihnen ab. Ihr lebt hier in Markart oder was? Nein. Ich wohne in einem schönen Haus in Einsamkeit, wo die Luft nicht vom Rauch der Silberschmelzöfen verpestet ist und meinen mit goldenem Haar meinen Schild polieren. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich bin hier, seit ich die Bardenakademie verlassen habe. Okay. Mit ein paar Muskeln verdient man mehr als mit einer verdammten Laute. Oh, die das ist wagemutig jetzt. Mich, lässt mich ein paar Schädel spalten und hält mir die Wachen von ab. Mehr brauche ich nicht. Okay. Oh, warte mal. Da läuft was im Hintergrund. Ah, nee. Was ist denn jetzt los? Warte mal. Nee, bitte nicht. So. Ich weiß nicht, warum das überhaupt läuft im Hintergrund. So. Okay. Nein. Wir haben's. Ich wohne in einem schönen Haus. Ja. Wo du wohnst in. Rauch der Silberschmelzöfen verpestet ist und meinen mit goldenem Haar meinen Schild polieren. Aha. Ihr versteht, was ich meine. Sehr wenig, was du ich sagst. Ich bin hier, seit ich die Bardenakademie verlassen habe. Mit ein paar Muskeln verdient man mehr als mit einer verdammten Laute. Aha. Die Silberblutfamilie bezahlt mich, lässt mich ein paar Schädel spalten und hält mir die Wachen vom Leib. Mehr brauche ich nicht.
Du siehst aber auch gar nicht so freundlich aus, muss man ganz ehrlich sagen. Du. Ich suche Arbeit. Ihr solltet mit dem Jarl reden. Man kann sich immer ein bisschen was verdienen, indem man Abgeschworene in den Bergen tötet. Okay. Wenn es euch egal ist, gegen einen Haufen Daedra anbetender Wilder, die die dunklen Künste praktizieren, im Axtkampf anzutreten, nur zu. Ja. Das sollte kein Problem sein. Ich suche eine Arbeit, also. Naja, das machen wir das ein andermal. Wir müssen jetzt mal los hier, denn wir müssen durch die Tore hier. Es gibt viele widerliche Höhlen in Reach. Die Rede Hawkey, wer ist denn die? Ein dreckiges Hexenrabennest im Nordosten. Wer bist du? Darf ich fragen, woher diese ganze Fleisch stammt? Das ist eine gute Frage. Ja, natürlich. Woher bekommt Hockney das beste, frischeste Fleisch weit und breit? Aha. Ich höre. Die Antwort ist ganz einfach. Orks. Es gibt eine Festung in der Nähe, deren Jäger einen Hirsch in Sekundenschnelle erlegen können. Eine Orkfrau, das wäre was, ja? Stark und massig. Schade nur, dass sie niemanden hinter diese Mauern lassen. Ich zeige euch, wo sie sind. Vielleicht seid ihr ja willkommen. Vielleicht gibt es einen Pfeil als Begrüßung. Wer weiß. Karte aktualisiert, sehr gut. Ich habe eine Frage zu dieser Stadt. Sehe ich aus wie ein Stadtführer? Ich verkaufe Fleisch, mehr nicht. Kauft ihr jetzt etwas? Ja, ist gut, jetzt erstmal nicht. Warte mal, den sollten wir ja zum Dings, Ockmund. Was wollt ihr, Milchtrinker? Ist das so eine Art Bade oder was? Könnte man so sagen. Okay. Ich schreibe über die Dinge, die ich gesehen habe. Die Schlachten, in denen ich gekämpft habe. Mhm. Als ich noch jünger war, habe ich mir einen ziemlich guten Namen gemacht. Ja, das glaube ich dir. An der Bardenakademie werden immer noch einige meiner Werke als Unterrichtsstoff benutzt. Ich möchte eine Redekunst verbessern. Nun, dann seid ihr am rechten Ort. Ja, komm. Wenn nicht, ich glaube schon, ich habe fast voll Level noch nicht ganz hier. Da leveln wir mal das Ding hoch. Jawohl. Sehr gut, danke dir. Wisst, es lohnt sich doch mal wieder immer. Almosen. Ja, immer wenn ich an dir vorbeigehe, kriegst du einen Taler. Mit dir habe ich schon gesprochen. So, wir müssen hier raus und dann ab durch die Wüste hier, durch die Eiswüste. Da unten ist schon mein Pferd. Wir gehen immer raus, wenn es dunkel wird, ne? Naja, so ist es halt. So, aufs Pferd und losreiten. Komm, Hundi, folge mir. Ich habe keine Gefolgsleute. Wir können auf der Karte gucken, wo wir überhaupt hin müssen. Eventuell gibt es eine Schnellreise. Oh, da gibt es natürlich eine Schnellreise dahin. Akademie von Winterfeste. Dahin bitte. Jawohl. So, das ist die Akademie von Winterfeste. Und zack, und tot. Das war mal ein Bug, ne? Das habe ich auch noch nicht erlebt, du. Hundi. Machen wir die erste, mal komm, machen wir Wiederbelebungsmaßnahmen, erste Hilfe. Guck, geht doch. Aber Ferdi ist tot. Was machen wir denn jetzt? Haben wir ein Pferd oder haben wir kein Pferd mehr? Aber von da oben, ey. Das ist da nicht zu glauben hier. Eine Muschel. Jetzt sind wir hier unten gelandet. Was gibt's hier unten? Nix. Wenn es wenigstens einen Schatz geben würde oder sowas, ne? Hier. Sieht wie ein Haufen aus. Keine Ahnung, was das ist da. Wir laufen einfach mal weiter. Da gibt's einen Weg. Da gibt's einen Weg. Warte mal. Da hinten ist ein Weg. Der Hundi hat mich wieder belebt. Komm, Hundi. Mein Bernardiner. Kennt ihr diesen Bernardiner mit diesen Fläschchen da am Hals? Da hat er seine Spezialmischung, die hat er mir gerade reingepumpt. Ich kann jetzt gerade mal wieder hier die Winterfeste kann ich gerade. Ich komme da nicht hoch.
Ja, so, was haben wir denn hier? Eiswüste. Ist ja nix. Wir probieren es nochmal. In der Hoffnung, ich hoffe, dass wir diesmal nicht abstürzen. Sonst, nee, diesmal sind wir richtig. Wir sind in der Winterfeste, komm. Komm und nee. So, ab in die Winterfeste rein. Sieht aus wie das Illuminatenlager hier. Mit dem einen Auge da oben, das allsehende Auge. Erzmagier nur, wenn es wirklich unbedingt nötig ist. Wenn es Probleme gibt, lasst es mich wissen. Es ist alles klar. Aufgabe dafür zu sorgen, dass alles seinen Gang geht. Savron. Savos Aren. Lernt ihr fürs Leben. Natürlich. Vielleicht sogar für mehrere, wenn ihr Talent habt. Ah, so. Gehen wir rein. Geben wir das Zeug da ab. Warte mal. Da. Tür auf. Wo ist denn der gute Mann? Da ist er. Hier. Ihr seid gar nicht so dumm wie er. Sergius Turianus. Hallo, mein Freund. Die Dienste gehören zu den wenigen Dingen, die uns noch mit dem übrigen Himmelsrand verbinden. Könnt ihr mir noch was beibringen? Aber eigentlich kann ich schon alles. Stelle. Ich werde euch gerne unterrichten. Ich bin schon auf Level 5. Weiter geht's nicht mehr. Ich muss erstmal eine Stufe aussteigen. Oh, warte mal, ich steig meine Stufe auf. Fertigkeiten. Da. Einen Stufenaufstieg habe ich leider gerade nicht zur Verfügung. Okay, hier ist dein Gegenstand. Vielleicht nicht ich werde es auf die Liste der Dinge setzen, die ich noch erledigen muss. Danke. Sehr gut. Bring den Gegenstand zu sehen. Okay, Saphir Eden entfernt. Gibt ja Akademie, bei denen ich denen helfen kann. Wie kann ich euch helfen? Ich brauche noch ein paar Materialien. Die werden. Könntet ihr mir dabei helfen? Was braucht ihr denn? Mein Vorrat an geringen Seelensteinen geht zur Neige. Mhm. Ich brauche mindestens noch 5 Stück, wenn ihr die auftreiben könntet. Was braucht ihr denn? Ich habe die Steine, die ihr habt. Ich habe so viele Seelensteine, mein Freund, in hier. In der Tat. Ich danke euch. Damit ist mir schon sehr geholfen. 150 Gold erhalten. Ich brauche eine Verzauberung. Könnt ihr mich verzaubern, unterrichten? Ach, ihr bekommt das schon hin. Wenn nicht, hat Urak vielleicht ein Buch parat, das ihr lesen könntet. Okay, nichts für ungut. Gern geschehen. Kann ich dir aber was helfen? Es wird schon wieder eine Verzauberung gewünscht. Ihr könnt mir das Objekt bringen, um das es geht. Ich kümmere mich dann darum. In Ordnung, das kann ich machen. Also gut, beeilt euch bitte, ja? Für die Akademie ist das eine gute Möglichkeit, etwas Geld zu machen. Hier, Name und Aufenthaltsort des Kunden. Okay. Alles klar, geh die Liste in Einsamkeit und hol den Gegenstand ab. Ja, das machen wir ein andermal, oder? Warte mal, zeig mal her, was haben wir denn also da? Gut. Was haben wir denn da für einen Auftrag angenommen? Verschiedenes. Gehe zur Liste in Einsamkeit und hol den Gegenstand ab. Könnten wir machen, müssen wir aber nicht. Was sagst du hier? Ich denke, über viele. Seid ihr wirklich sicher, dass wir uns unterhalten müssen? Nicht zwangsläufig. Sargo wird überall gehen, um mehr. Du bist wohl aufgeregt ein bisschen, ne? Ja. Sargo hofft, hier auf Dinge zu stoßen, die ihn zu einem mächtigeren Magier machen. So einer bist du also. Hoffentliche kleine Dinge, die in Taschen hineinpassen. Und bei denen nicht auffällt, wenn sie fehlen. Alles klar. Lange Finger, mein Freund, wa? Die Akademie ist eine Kuriosität. Die Nordtrauen weder der Magie noch so, der hat nix. Gut. So, liebe Leute, ich sage erstmal für diese Folge danke fürs Zuschauen. Ich glaube, in der nächsten Folge machen wir erstmal den Auftrag von dem Monsieur. Der ist weg. Der ist einfach weg. Ja, machen wir den Auftrag von dem Monsieur hier. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme. Also, wenn es euch gefällt, liken und abonnieren nicht vergessen. Und die Glocke natürlich aktivieren, ne? Das Glöckchen. Klingelingeling. So, macht's gut, liebe Leute. Bis zur nächsten Aufnahme.